Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Command & Conquer Teil 3, Operation Tiberian Sun. Ja, ein Spiel von guten alten Westwoods, der dritte Teil der CNC-Reihe, beziehungsweise der zweite Teil der Tiberium-Reihe. Ne? Die sind ja so ein bisschen alternierend damals gelaufen. Ja, aus dem Jahr 1999 und EA, ja, war damals schon dabei. Naja, da gab es auch Westwood noch. Da hat er noch nicht richtig ausgeholt gehabt. Aber gut, ein Spiel, das eigentlich sehr gut ist, aber ich muss zugeben, ich habe das immer nur im Multiplayer gespielt. Ja, es ist wahr, ich habe das Ding hier nie im Singleplayer gespielt, weil vielleicht mal die ersten Missionen oder sowas, hatte dann keine Lust mehr, was man halt so auf der LAN mitbekommen hat. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal und versuchen es hier durchzuboxen. Durch die... Ich würde mal sagen, wir fangen mal an klassisch mit der GDI und gehen dann zur Nod über, oder? Intro und Vorschau habe ich auch schon geschaut. Da ist das gute Nox dabei. Und Nox haben wir auch schon abgefrühstückt als Magier. Ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Ja, ich muss mal schauen, wie ich das Ganze mache. Aufnahme funktioniert. Das Ganze läuft ja, hoffentlich auch vernünftig, wird man alles sehen. Sound und so muss ich ja wahrscheinlich im Spiel nochmal umstellen, aber kriegen wir alles hin. Ja, ich bin gespannt. CNC 3, wie gesagt, nie gespielt. Ich habe es mal gestern angespielt, ein paar Missionen, also weiß schon die ersten, ich sag mal die ersten Schritte, ja, dass wir nicht ganz dumm aus der Wäsche gucken. Ansonsten würde ich sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen und gucken, was es wird. Das Ganze komplett auf Deutsch, muss man sagen, leider, weil das ist so ein Paradebeispiel. Ich meine, die Zwischensequenzen, die man sehen wird, die sind schon auf B-Movie-Niveau, also so ne, diese schönen trashigen Filmchen da, wie Dwagon, Wasps und wie sind die alle heißen, oder auch die späteren Starship Troopers-Filme. Ist, glaube ich, mit dem, also wenn ich mich nicht irre, ist das der Typ von, ist das doch, das ist der Hicks? Von Aliens. Könnte mich irren, ich glaube, aber das ist der Typ. Und ja, das Ganze auf Deutsch ist dann nochmal eine Ecke übler, aber ich denke mal, da müssen wir durch. Man muss auch mal leiden können. Wie heißt es so schön? Es trifft jemand zuerst, die nie zu leiden gelernt haben. Wählen Sie eine Kampagne. GDI-Kampagne, Evolutionäre Reaktion oder Not-Kampagne. Deus Ex Kane. Der Gott aus, nicht der Maschine, sondern heute mal aus Kane. Na gut, ich würde sagen, wir starten mit der GDI-Kampagne. Ja, Schwierigkeitsgrad, keine Ahnung. Was macht das? Ich hoffe mal, das macht nicht die Einheiten. Krass. Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal auf normal, weil ich keinen Plan habe. Eigentlich müsste man sie auf schwer machen, aber ich kenne mich da nicht so mit aus. Nicht, dass dann irgendwie das hier scheitern, nur als am... Ach komm, wir machen einfach normal. Was soll das denn? So, dann bis gleich, schätze ich mal. Brennpunkte. Warum Südwestsektor 2? Da stört jemand die Verbindung, Sir. Sie kommen wegen des Sonnenscheins, aber sie bleiben wegen der Leute. Was zur Hölle ist das? Das ist unmöglich. Packen Sie es auf den Hauptschirm. Wenn er mich schneidet, blute ich dann nicht? Es wäre ein fataler Irrtum, General Solomon, mich für einen Geist zu halten. Ich irre mich selten, Kane. Und ich fürchte mich weder vor Geistern noch vor Ihnen. Aber das sollten Sie. Ich kenne die Zukunft. Unsere Tiberium-Zukunft. Und während Sie gerade den Beginn der Schlacht beobachten, kenne ich bereits den Schlussakt. Es ist meine Bestimmung, der Menschheit den Weg zu weisen. Die Menschheit hat Sie vergessen, Kane. Das Signal, Sir. Er ist im Südwesten. Gib mir McNeil. Blau, wie sieht es da vorne aus? Wir sind nicht allein. Scharfschütze auf 200 Meter. Schalte ihn aus.
Chandra, du verdammter Mistkerl. Salomon ruft nach dir. Die Kodiak ist startklar. Komm. Kannst du sowas nicht funken wie alle anderen auch? General Salomon auf Sicherheitskanal 4. Schön, Sie wiederzusehen, Mac. Ich wünschte nur, die Umstände wären erfreulicher. Sieht aus wie ein Großangriff. Es ist mehr als das. Es ist Kane. Sir? Wir verloren den Kontakt mit Phoenix um 0800 Zulu. Ein völliger Ausfall der Basis, Mac. Ich gebe Ihnen eine Handvoll unserer besten Cyborg-Truppen, die Ihnen den Weg freiräumen. Viel Glück, Commander. Das Spiel kann beginnen. Treten wir sie in den Arsch. Gefechtskontrolle nicht übergeben. Bitte warten. Ich warte. Ach, das ist Eva, ne? Während Sie warten, füllen Sie bitte die Registrierungskarte aus und schicken Sie sie zurück. Ja. Kann noch nichts machen, ich kann nur zuschauen. Oh, krasser Cyborg rennt hinter unserem hinterher. Der gelbe ist unserer, rot ist böse. Wie immer. Aus dem Henker bleibt die Verstärkung. Verstärkung ist eingetroffen. Verstärkung ist eingetroffen. Empfange Nachricht. Es war Nott, Sir. Wir sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Wir müssen zum Stützpunkt zurück, um die Raffinerie und die Cyborg-Fabrik wieder aufzubauen, bevor sie nochmal zuschlagen. Neue Baumöglichkeiten. Verstärkung ist eingetroffen. Cyborg zur Stelle. In Ordnung, Sir. So, ich habe die Kontrolle. Das ist unser Stützpunktchen. Erwarte Anweisung. Und es kommt noch mehr. Sehr gut. Cyborg zur Stelle. Cyborg zur Stelle. Ja, das war Cyborg doch. Das war doch der Higgs, oder nicht? Sir? Da müsste ich mich schon. Da müsste ich mich schon sehr irren, Cyborg wenn das nicht der Higgs war aus Aliens. Ja, treten wir sie in den Arsch. Das ist sogar auch ein Spruch aus Aliens. Ja, gut, also klassisch. Oben Minikarte. Minikarte. Ja, doch, eine kleine Minikarte, eine Minimappe. Bösewichte rücken an. Sir? Das sind, glaube ich, Werwolves. Alles klar. Ja, aber schon mal das Handbuch durchwühlt und mir das alles mal genauestens angeschaut. Alles klar, alles klar. Und ich denke mal, ich bin bereit. So, wir können mal gucken, was müssen wir denn machen? Einsatzziele. Einsatzziele, bin ich doof? Notrufe der GDI-Einheiten in diesem Sektor besagen, dass die Phoenix-Basis unter dem Beschuss feindlicher Nordtruppen steht. Die Errichtung einer Tiberium-Raffinerie sowie einer Kaserne auf dem Stützpunkt ist daher zwingend notwendig. Anschließend müssen alle Nordkräfte ausgeschaltet werden. Errichten Sie eine Tiberium-Raffinerie, errichten Sie eine Kaserne, zerstören Sie alle Nordeinheiten und Gebäude. Nichts leichter als das. So, Energie haben wir noch reichlich. Wird gebaut. Wird gebaut. Da wir eh noch ohne Ende Kohle haben, würde ich sagen, wir machen mal. Erwarte Anweisung. Cyborg, alles schnell. Wir machen zuerst mal die Kaserne fertig. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Und produzieren wird einfach mal. Hergestellt. Einheit bereit. So, klassisch müsste es eigentlich. Einheit ach ja, die kann ich einreihen. Bis zu 5 Stück. Einheit bereit. Das ist natürlich ein. Das ist natürlich ein Luxus. Einheit bereit. Primärbauwerk. Primärgebäude ausgewählt. Ja, eigentlich heißt es Primärbauwerk ausgewählt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich schneller geht. Einheit bereit. Noch bemerke ich nichts davon. Ich muss mal endlos von denen bauen. Einheit bereit. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal das Kärtchen so ein bisschen an. Oder nicht? Einheit bereit. Ich würde schon sagen. Doch. Boah. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja. Ich würde sagen, die Abwehr steht. So, die packen wir nach draußen. Tor fährt runter. Richtig gut. Ja. Nummer 3. Ihr seid die neue Nummer 2.
So. Errichten Sie eine Tiberium-Raffinerie. Errichten Sie zunächst eine Tiberium-Raffinerie. Ach so, ja, okay. Das ist natürlich eine gute Idee. Die mache ich nämlich gerade. Ist ein bisschen laut. Moment. Spielsteuerung. Spielgeschwindigkeit. Scrollen. Sound. What? Ach so. Das Geballer ist ein bisschen heftig. Sieg über den Gegner wird erwartet in T-minus 3. 2, 1. Haben wir gewonnen? Wir haben es bestimmt reingelegt, oder? Na, typisch. So, das Geballer war nämlich ein bisschen arg. Erwarte Anweisung. Aha. Ja, schön ist es ja eigentlich, ne? Alles so ein bisschen. Fand ich immer so ein bisschen. Eigen. Die Optik. Hatte immer so einen eigenen seltsamen Stil, aber gut. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Ach so, dann lassen wir es. Der Sammler beginnt dann automatisch nahegelegene Tiberium-Vorkommen abzubauen. So. Wir schicken mal die Leutchen aus. Die sollten die nämlich jetzt ein bisschen verteidigen. Und das hier sind so eine Art von Buggies. Also einfach irgendwelche krassen Roboter. Wir müssen es eigentlich alleine hinbekommen. Oh. Ja, bitte? Sammler wird angegriffen. Da schicken wir sie erstmal auf die blauen Stellen, weil ich glaube, die blauen bringen mehr. So wie bei Alarmstufe rote Kristalle, beziehungsweise. Warte, kannst du was bei C&C1 schon? Ja, ich arbeite dran. Und Tiberium, nicht so gut zum drüberlaufen. Da am besten nicht drüberlaufen. Ja, Sounds sind schon mal nicht schlecht. Kann man durchaus machen. Vor allem die Geschütztürme, die knattern richtig schön. Aber das haben sie ja immer gut hinbekommen, ne? Auch bei C&C1 schon, bei der Tiberium-Konflikt. Das ist ja der Nachfolger davon. Da war das auch schon so nett, wenn die Wachtürme losgerattert haben. Ah, da unten kommen sie. Aufgeschreckt. Oh je. Sammler wird angegriffen. An ihr macht da unten mal ein bisschen Spaß. Feindliche Kampfbuggies. Feindlicher Soldat. So, jetzt haben wir hier leichte Infanterie, GDI. Oh, Tiberium-Silo wollte ich ja mal bauen. Bringt natürlich alles nichts, wir bauen mal den Eingang zu. Ja, wir können auch weitere Soldaten bauen, aber. Glaube ich, kann ich mir sparen, oder? In der ersten Mission. Einheit bereit. Das wird so krass schon nicht werden. So, ziehen wir uns mal wieder zurück und sichern da oben ab. Schau sie die Karte einfach mal so ein bisschen an. In Ordnung, Sir. Da haben wir eine Brücke, die kann man übrigens zerstören und wieder aufbauen mit diesen lustigen. Ja, bitte. Oh je. In Ordnung, so, jetzt ziehen wir uns mal ganz kurz zurück. Verstanden. Erwarte Anweisung. Ah. Einheit verloren. Das ist natürlich. Das ist natürlich bitter. Ja, bitte. Einheit an so einem Quatsch hier alles verloren. Erwarte so, Anweisung. Dann mal Vollgas. Ja, jetzt erwischen uns hier voll in diesem Engpass. Nicht oder nicht? Panzer können natürlich wieder drüber fahren, dann knirscht es wieder so schön. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier damals indiziert wurde. Könnt ihr mal schreiben, ob es das hier auch gab. Dass man, Moment, nehmen wir mal raus. Zack. Und da geht man nach Hause. So, tschüss. Ob es auch diese Indizierung gab, dass man Cyborgs hatte. Na gut, ich höre es ja schon. Kann man sich also sparen. Ja, weil wahrscheinlich ist das jetzt Kanon, oder? Dass jetzt Cyborgs sind, weil die deutsche Version von C&C1, der Tiberium-Konflikt, wurde ja indiziert. Da waren es ja keine Menschchen, die geschrien haben, sondern es waren ganz normale Cyborgs, der ganz normale wahnsinnige Cyborg. Einheit bereit. So, wo sind die? Abgeschlossen. Meine Kicken? Ja, Untergrund spielt auch eine Rolle. Einheit bereit. Die sind langsamer bereit. Auf manchem Terrain, habe ich schon gemerkt. Und Einheit bereit. Und, Einheit bereit. Ja, Einheit bereit, alles klar. Und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Genau, man. Unter Beschuss entstehen Krater. Also man bekommt auch bald so Granaten und Raketeneinheiten und die werden dann den Boden so ein bisschen umflügen. Neue Befehle verstanden. Und das bedeutet, man hat keine. Ja. Erwarte Anweisung. Man hat halt ein aufgewühltes Terrain. Punkt. So, da würde ich sagen, machen wir einfach mal hier. Den Gegner platt. Warum auch nicht? Denn hier oben. Halt! Ah, fast vergessen. Da ist ja noch einer. Da ist ja noch jemand. Ich sehe es auf der Karte. Machen wir noch platt.
In Ordnung, Sir. So, Tiberi wird ausgeladen. Ja, bitte? So, hier wird wild geballert. Ja, ich würde sagen, wir holen mal den Werwolf dazu. Okay. Alles da. Diese Brücke ist, glaube ich, gesichert. Aber nehmen wir trotzdem mal mit. Die guten Werwölfchen. Ist halt wieder nur die erste Mission, ganz klar. Klassisch. Man kann nicht viel machen. Es gibt nicht viel Widerstand. Und am Ende sind alle glücklich und der Feind tot. So, zieh sie zurück oder was macht ihr da? So, der kaputte. Falsch. Der kann mal nach Hause gehen. Vernichten Sie alle Nordeinheiten in der Gegend. Alles klar. Wird erledigt. So, klassisch. Alles mal alle machen. Ja, die ersten, wie gesagt, sind so ein bisschen zum Reinkommen. Wie funktioniert das? Wie steuere ich die Einheiten? Wie produziere ich was? Und so weiter. Und so richtig ab geht's dann beim nächsten Mal. Einsatz erfolgreich. Einheit verloren. Oh. Schön. Es gibt also wieder die, diese Belohnungsvideos am Ende jeder Mission. Man hat es geschafft und bekommt ein krasses Video. Ja, und schöne Super Cyborgs mit Bürstenhaarschnitt. Alles klar. So, zwei verloren. Die haben 24 verloren. Wir sind besser. Das ist 60% Effizienz. Na gut, wahrscheinlich hätte ich abbauen sollen ohne Ende, oder? Vielleicht dann mehr Kohle, mehr Prozent bekommen. Ja, ist jetzt auch wurscht. Wir müssen hier nicht versuchen, auf 100% Effizienz zu kommen. Was soll das denn? Das funktioniert sowieso nicht richtig. Ich würde sagen, wir machen weiter. Nicht übel, McNeil. Nord leckt sich die Wunden. Leider war es zu spät für Phoenix. Wir empfangen gerade diese Übertragung. Ein Lächeln für die Kamera, Commander. Wir wollen doch hübsch aussehen, wenn die Bruderschaft zu Besuch kommt. Sie sollten wenigstens eine Krawatte tragen. Dieses Schwein von einem Drogenhändler ist... Vega! König des Augenpulverhandels verscherbelt dieses Mistzeug seit Jahren. Und er ist offenbar selbst sein bester Kunde. Greifen Sie dort ein, zerstören Sie die Flugabwehr und anschließend die Nordbasis. Ihre EVA-Einheit hat alle Daten. Aha. EVA hat alle Daten. Na, von mir aus. Die Nordtruppen, die unseren Stützpunkt... Was brüllt die Frau denn so? Okay, das kann ich jetzt nicht leiser stellen, das ist jetzt extrem laut. Also Achtung, Ohrenfels zuhalten und los geht's. Oder auch nicht. Die Nordtruppen, die unseren Stützpunkt in Phoenix angegriffen haben, halten sich in diesem Sektor auf. Wir müssen ihre Basis zerstören, um den Sektor zu sichern. Allerdings müssen wir zuvor eine größere Menge Zivilisten aus dem Kampfgebiet evakuieren. GDI-Transporter werden sich darum kümmern, sobald alle Flugabwehrstellungen von Nord ausgeschaltet sind. Anschließend kann der Nordstützpunkt zerstört werden. Alles klar. Ja, das machen wir das nächste Mal ein bisschen anders. Darf ich mal gegensteuern im wahrsten Sinne. Gut, das machen wir noch. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Ich nehme mal so krassen Ingame. Zwischensequenzen an. Die habe ich auch mitgemacht. Verstärkung ist eingetroffen. Gut, dass es im echten, im eigentlichen Spiel nicht so funktioniert. Und wir haben ein MBF, ein mobiles Baufahrzeug. Achso, ich kann ja schon. Ihre Anweisung? Jawohl. Alles klar. Richten Sie einen Bauhof mit einem Doppelklick auf das MBF. Ja. Wie gesagt, da müssen wir mal gegensteuern, das heißt, dann mache ich alles hoch und das den eigentlichen. Das ist eigentlich ein Spiel leiser, das kriegen wir schnell hin, das ist kein Thema. Tut mir sorry. So, Einsatzziele. Die Nordeinheiten konnten in diesem Sektor weitgehend zurückgeschlagen werden und halten nur noch eine kleine Basis. Laut Befehl des GDI-Oberbefehlshabers
muss diese Basis zerstört werden. Evakuieren Sie vor dem Ausbruch schwerer Kämpfe die Zivilbevölkerung des betroffenen Sektors mit Orca-Transportern. Diese können erst landen, wenn alle 7 Flakstellungen zerstört wurden. Nach der Evakuierung der Zivilisten kann der Nordstützpunkt errichtet werden. Einsatzziel 1. Plasieren Sie das MBF und errichten Sie einen Stützpunkt. Schalten Sie die feindliche Flugabwehr aus. Einsatzziel 3. Zerstören Sie die Nordbasis und die feindlichen Einheiten. Der Klassiker. Ihre Anweisung? Ja, das ist meine Anweisung. So, dann... Sie wählen ein Fahrzeug aus, indem Sie die Mauszeige über das Objekt ziehen und das Fahrzeug mit der linken Maustaste anklicken. Ach so. Sir? Ja, bitte. Es gibt keine Anweisungen. So, machen wir die mal alle. Zu alle. Nee. Eins weiter noch. Komm, mach. Richten Sie einen Bauhof mit einem Doppelklick auf das Move. Neue Baumöglichkeiten. Das ist ja mal ganz was Neues. Man lernt nie aus. Eine kaputte Brücke. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen, richtig. Ja. Nach oben in die Energie. Neue Baumöglichkeiten. Machen wir da. Gestoppt. Eigentlich mache ich das ja immer andersrum, aber heute machen wir es mal so rum. Jetzt gibt es auch die ersten. Ich wollte schon sagen, ja, Fahrzeuge. Sind das denn Fahrzeuge? Bau abgeschlossen. Sind es wirklich Fahrzeuge? Man weiß Neue es nicht. Ja, und Basistürme haben wir jetzt auch. Wird gebaut. Wird gebaut. Ja, man sieht schon, die zwei sind ein bisschen krasser als die Infanterie. Die sind jetzt als erster fertig. Und da hat er noch 2 Striche. Da wird in Villariba schon gefeiert. So, Ingenieur, genau. Für 500, Grenadier 200, leichte Infanterie 120. So, dann wird mal fleißig geerntet. Und natürlich auch wieder typisch, braucht man ein richtiges Verhältnis zwischen, ja, ich sag mal, zwischen Fabriken bzw. Tiberium, Raffinerien und Sammlern. Das ist natürlich auch klar, da kann man das so ein bisschen optimieren. Aber ich meine, ich bin ja sowieso jemand, der gern viele Raffinerien baut, ordentlich Tiberium erntet. So, jetzt klären wir erstmal alles hier. So, nichts ist ein bisschen schlecht. Aber wie gesagt, ich habe ja schon gespielt, deswegen ich weiß, wo ich es. So, im Grunde genommen können wir die aber mal Sibirium vorschicken. Bau abgeschlossen. Ja, bitte. Ich würde sagen, hier unten. Das bietet sich. Neue Baumöglichkeiten. Bietet sich dran. So, was machen wir jetzt? Oh nein, wir verlieren Servoöl. Das ist natürlich schlecht. Mal gucken, wie machen wir das? Gleich noch eine? Ja, komm, warum nicht? Wird gebaut. Wird gebaut. So, und die nächste. Und da oben machen wir die erstmal zu Platz. Die schicken wir jetzt einfach mal durchs Sibirium. Bisschen Schwund ist ja immer. Grenadiere könnten wir ein paar bauen. So, die gehen aber nicht irgendwie eigenständig auf die blauen. Ich meine, die bringen vielleicht ein bisschen mehr. Ich hoffe es mal. Muss mal gucken, wie viel der bringt. Ich schätze mal 700, der Klassiker. Oh. Halt. Der Klassiker wahrscheinlich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So. Wer will mich da angreifen? Welcher Wurm? Ich trage meine Granate. Einheit bereit. So, wir öffnen mit einer Granate und setzen nach mit MG. Toll. Ja, ich würde sagen, wir machen sicher mal unten so ein bisschen ab. So, gleich die zweite. Ich würde sagen, die knallen wir einfach auch hier unten rein. Ja, unebenes Gelände natürlich wieder schwerer abzuernten. So, Basisturm könnte man bauen. Ja, komm, wir machen mal einen Basisturm. Nur für den Fall. Bau abgeschlossen. Schön mitten rein. Neue ja, Basisturm ist nun die Basis des Turms und danach kommen Waffen drauf. Gibt es 3 verschiedene Varianten, Bau Luftabwehr, Raketen und Energie. Und MG natürlich. Ein MG-Türmchen. So, nehmt euch doch mal das gute Zeug. Ja, wieder mal die KI. Besonders clever. Plus 1 ist 1. So.
wird gebaut. Radar gibt es leider noch nicht. Das kommt klassische MS-Missionen später, aber kriegen wir auch hin. Irgendwann haben wir es und dann freuen sich alle. Ich bin so still auf einmal. Muss ich. Komm, stell mal den Sound wieder hoch. Tut leid, aber das muss leider. Achso, die Musik ist ein bisschen leise. Na gut. Machen wir das Geballer einfach mal lauter. Was soll es denn? Achso, GDI-Waffenfabrik. Ich wusste doch, ich wollte irgendwas bauen. Zu wenig Geld. Ja, ich weiß. Wie immer im Leben. Ja, bitte. Vor allem dieser Tage. Cyborg zur Stelle. So. Ja, ich spaß mir mal mit einem zweiten. Cyborg zur Stelle. Verstanden. Mit einem zweiten. Zweiten klar. Sammler. So. Hier ein bisschen umschauen. Ja, bitte. Cyborg alles zur klar. Stelle. Alles klar. In Ordnung, schon Sir. Unterwegs. Cyborg zur Stelle. Anweisung. Ja, leider kann man nicht zentrieren beim Doppelklick. Ah, mit F muss ich das machen. F wie Follow. Oh shit. Ja, was machen wir da? Wird hergestellt. Wir sagen einfach leichte Infanterie. Oh. Jetzt ist er unter den. Jetzt ist der Hirni unter den Sammler gelatscht. Ja, da kann ich ja nichts für. Mich trifft keine Schuld. In Ordnung, Sir. Ja, bitte. So, die sind. Du schaust mal, was da oben gibt. Und der Rest macht hier mal ein bisschen Terror. Cyborg zur Stelle. Genau, Cyborg zur Stelle. Das ist die Hauptsache. So, sammelt ihr mal das gute Zeug. Und jetzt immer wieder sagen muss. Ja, bitte? Wer steht unter Beschuss? Was? Achso. Ja, stimmt, da war ja was. Mich hat doch, glaube ich, jemand angegriffen. Mir war so. Ja, Sanitäter wie im zweiten Teil gibt es natürlich auch. Aber noch nicht. Die Einheiten und sowas muss man sich noch gewöhnen, weil ich kenne die halt, wie gesagt, noch nicht so wirklich. Ich habe das ja nie durchgespielt. Aber ich denke mal. Ich denke mal, wir haben genug C&C-Erfahrung, um dann irgendwann rauszubekommen, wie es denn wirklich funktioniert. So, es gibt zwei Möglichkeiten. A, wir laufen außen rum. B, wir laufen. Machen die Brücke heil. Aber ich glaube, das sparen wir jetzt mal auf für einen ganz besonderen Moment. Abgeschlossen. Ja. Neue Baumöglichkeiten. Machen wir gleich noch ein Silo, falls ich es mal vergessen sollte. Und jetzt werden eben auch wieder klassisch Ingenieure gepumpt. Erwarte Anweisung. Warte, ich lasse mal hier, falls irgendwas passieren sollte. Obwohl, wir produzieren sowieso die ganze Zeit, von daher. So. Was kosten die? 500? Jawohl. Ja, komm, dann machen wir eine 5er Batterie und gut ist. Sir. Ja, das Ticken des Geldes ist auch mal so ein. So ein typisches. Typisches C&C-Ding. Zu wenig Geld. Für was? Nie ist genug Geld da. Neue Befehle, Cyborg zur Stelle, Sir. Verstanden, in Ordnung, Sir. Ihre Anweisung, erwarte Anweisung, Cyborg zur Stelle. Alles klar. Erwarte Anweisungen, das finde ich nett. Oh, Feind. Shit. Oh, ist nicht gleich gut. Der lag so unbeteiligt am Boden rum. Dachte ich, das wäre es gewesen. Und das sind quasi die, ich meine, die sind gespiegelt, glaube ich. Ich meine, die sind gespiegelt. Das heißt, die Einheiten haben die gleichen Werte, meine ich. Ich könnte mich irren, aber das ist unwahrscheinlich. Oh je. Das ist nicht gut. Das lassen wir mal die anderen machen. Weil diese Raketen oder RPGs, die mag ich nicht. Wird hergestellt. In Ordnung, Sir. So, jetzt wieder was zum Platt machen. Einheit bereit. In Ordnung, Sir. Komm mal so weg. Was haben sie gesagt? Sieben Stück müssen wir fertig machen. Boah, das lässt aber Schläge.
Einheit bereit. Neue Befehle? Sir, in Ordnung, Sir. Sir, verstanden. Ich würde sagen, wir gehen mit den Werewolves mal einen Meter vor. Nee, das lässt zu krasse Schläge. Ja, tut mir leid, ich muss das ein bisschen versuchen, irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Na gut, ich muss. Ja. Bis nächstes Mal muss ich dann sowieso nochmal alles umstellen, aber naja. Kummer sind wir ja gewohnt, von daher. Läuft. Und die Max laufen auch. Doch schön, dass sie qualmen, ne? Aber wie lange sie vor allem qualmen. Das war, glaube ich, auch ein Novum, das Westwood eingeführt hat, dass die Einheiten tatsächlich gestoppt. Tatsächlich abgebrochen. Qualmen. Na? Ja, wir sind unterwegs. Ja, das ist die eigentliche. Ach, die können wir da hinstellen. Ah, vielleicht mal einen. Einen Ingenieur. Ich werde mich den Weg schließen sozusagen. Ich gehe einmal im Kreis rum. An der Karte sieht man es nicht. An der Mitte ist aber in der Mitte ist ein See. Oder ein Fluss oder was auch immer. Na, vielleicht sollten wir die dicken Jungs mal vorschicken. Einheit bereit. So. So, Ingenieur ist gebaut. Da können wir wieder die anderen pumpen. Und das ist wahrscheinlich das Dorf. Komisch, sieht aus wie so eine... Wie hießen die noch? So eine Kolonie bei Earth 2, wer das noch kennt. Diese. Auch wieder so eine trashige Serie aus den 90ern. Müsste, glaube ich, auch um die Zeit gewesen sein, oder? Anfang. Ne, Mitte, Ende der 90er war das, glaube ich. Earth 2. Earth 1 kennt ja jeder schon. Und Earth 2150, auch super. Kann ich auch empfehlen. Gibt es auch zwei Playlists auf dem Kanal. Zu wenig Geld. Wofür? Den stellen wir schon mal hier. Ach komm, da können wir eigentlich den können wir alle mal darüber stellen. Was soll das? Wird hergestellt. Gestoppt. Na? Einheit halt, Moment, ich kann doch auch einen Wegpunkt setzen, oder? Nee. Nein. Mach das weg. Oh je. Achso, wenn ich die jetzt anklicke, dann patrouillieren sie, oder wie? Tatsache. Achso, jetzt. Ich verstehe. Einheit bereit. Und jetzt sind es die Goldenen? Bereit. Oh Gott. Die mache ich aber wieder weg. Einheit bereit. Kann ich so umsetzen? Anklicken? Einheit oh je. Bereit. Oh je, was soll das denn? Alles fortsetzen. Shit. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Einheit bereit. Gibt es noch mehr? Grün gibt es auch noch. Shit. Kann ich die entfernen? Einheit verloren. Ja, bitte? Wie, was, wo? Einheit verloren. Was? Ach Gott, nein! Ach nö, der Buggy kam. Feindliche Einheit. Oh Mann. Jetzt habe ich die dummen Wegpunkte abgelenkt. Ah, unangenehm. Und jetzt ist alles voll mit diesem Müll. So, reparier das mal. Brücke repariert. Oh, Brücke repariert. Na gut. Wird gebaut. Oh je, dann sehe ich da angeschlagen, direkt an vorderster Front, genau wie sich das gehört. So, ihr könnt jetzt mal rüberlaufen. Brücke repariert. Brücke. Oh Gott, hier die ganzen Krücken. Einheit bereit. Krücke repariert. Ja, schön wär's. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Scheiße. Muss ich mal rausfinden, wie man die wieder löscht. So, gut wie erledigt. So. Grenadiermann kann immer mitspielen. Ist das schon die letzte gewesen? Ich glaube schon, oder? So, ich schätze mal, sobald wir hier den Feind wittern, das ist hier nämlich Feindgebiet. Spoiler! Sobald wir jetzt noch einen Meter vorgehen, müssen wir auf den Feind treffen. Oder trifft der Feind auf uns? Ganz schön philosophisch heute. Genau. Da ist nämlich die letzte Truppe. So, haben wir es bald. Jawohl.
Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, und sobald das gesprengt wird, dann geht's richtig rund. Ja, schön den kaputten nach vorne. Wie sich das gehört. Werden sie bestimmt gleich aggro. Oh, da kommt der Sammler. Wäre natürlich schlecht, wenn er jetzt ankommt, weil dann ist hier nämlich alles weg. Oh je, Super Cyber kommt. Lauft! Flieht, ihr Narren! So schön hinter die eigenen. Achso, der wollte uns nur Angst einjagen. Na gut, dann weitermachen. Weiter im Text. Vielleicht nur die Grenadiere mal vorschicken. Na, vielleicht auch nicht. Ja, bitte? Aber höflich sind sie. Du bist doch ein Grenadier. Kannst du nicht irgendwie Grenaden werfen oder so? Oh je, da kommt er wieder, der Dicke. Ach komm. Alles drauf. Ja, der müsste eigentlich ganz ordentlich reinhauen. So, wenn man dort ist, typisch Terminator-Stil, ist er noch am Nerven, auch ohne Beinchen. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Beine. Ausgeschaltet. GBI-Transporter unterwegs. Alles klar. Alles klar. So, mach den mal weg. So, wo sind sie denn? Ah, Transporter ist unterwegs. So, die werden rausgeholt. Das ist gut. Haben wir noch Nachschubtruppen? Ja. Die nehmen wir auch noch mit. Oh je. Wird gebaut. Wird gebaut, genau. Wird gebaut. So, die ganzen Einheit bereit. Kaputten werden weggeholt. Toll. Einfach toll. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Dann wollen wir doch mal. Ich will mal sehen, ob das schneller geht. Gestoppt. Wird hergestellt. Ja, irgendwie nicht so richtig, oder? So, Einheit bereit. Cyborg zur Stelle. Einheit bereit. Cyborg zur Stelle. Alles klar. In Ordnung, Sir. Jetzt müssen wir die mal alle sammeln und dann geht's auch schon los. So, Sammler da hinten. Er ist noch beschäftigt. Verstanden. Hol es wieder mal aus. Naja, was soll's. Der Rest bleibt mal. Ne, bleibt nicht zu Hause. Zivilisten evakuiert. Ziel alles klar. Erreicht. Ziel erreicht. Das heißt, jetzt kann es losgehen. Ja, jede Menge Material brauchen wir aber nicht mehr. Machen wir einfach mal einen Sammler. Gut, dann würde ich sagen, kommt jetzt der Sturm auf die Gebäude. Ich weiß nicht, was die, wenn sie Nordtruppen sind, eigentlich müssen die ja auf Infanterie nicht so gut zu sprechen sein. Könnte mich aber auch irren. Gut, lass mal stehen. Oh je, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Ja. So, machen wir den mal weg. Den Super Cyborg hier. Kommando oder was das ist. Wasser Super Cyborg. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. So, mach den mal weg. Diese Raketentypen, die fallen mir nicht. Alles klar. Okay, da müsste eigentlich der Sammler sein da hinten. Oh shit! Ja, genau deswegen. Immer erst die Augen auf links und rechts schauen, liebe Kinder. Erst dann über die Straße gehen. Wobei Kinder dürfen ja gar nicht zuschauen. Bei dieser brutalen Action, die hier gerade abgeht. So, ihr macht mal das weg. Und hier das Gebäude. Oh je. Ja, dann müssen wir erstmal hier die. Boah. Ne, zwei macht das weg, die eins macht das weg. Die ganzen Grenadiere dürfen bitte mal mitspielen. Halt, da ist einer. Die versteckt. Oh ne, Männers aus dem Weg. Lauf, Männers, nein. Oh, alle haben überlebt. Sehr gut. Ne, ihr macht das mal, wir räumen derweil das Gebäude weg. Oh, ist aber auch reger Durchgangsverkehr hier heute. Kann man die nicht einfach sprengen? Nee.
Das ging mal, bei einem sogenannten Spiel ist dieses Mal Command & Conquer, da konnte man das machen. Okay, sie kriegen die Sandsäcke nicht weg, weil die Granaten drüber fallen. Okay. Also, Sammler ist weg. Der Sammler ist weg. Wir müssen es mal durchschleichen. Das kann ja so nicht angehen. Machen wir mal die Hand von Nott weg. Natürlich bescheißen sie wieder, kriegen auf einen Schlag so eine Dreierbatterie von Leuten. Das geht doch gar nicht. Verstanden. Wir müssen auch wieder Leute rausschlüpfen. Ach, da links wieder Feind. Können wir auch mal mit. Oh je. Wir sind aber primär hier für die Infanterie zuständig. Die darf nämlich hier nicht so einfach ohne weiteres in der eigenen Basis rumspazieren. Wo kommen wir da hin? Kommen wir da hin, wenn die einfach in ihrer eigenen Basis machen können, was sie wollen. So, Hand von Nord können wir auch wegmachen. Übernehmen könnte man das natürlich auch alles und dann verkaufen oder sowas. Oder wenn man da auf Effizienz... Oh shit. Auf Effizienz geht, aber das interessiert mich ja gar nicht. Und hier eine klassisch Silos einnehmen mit Ingenieuren, gibt fett Kohle. Aber neu ist, die platzen und Tiberium fällt raus. Ist ja klar, ist ja drin gelagert. Oh naja, verliert Servo-Öl. Wenn es brennt, glaube ich, sollte man da nicht reinrennen, oder? Nee. Flammenwerfer sind auch extrem krass in dem Spiel. Deswegen haben es auch die super krassen Soldaten. Oder Cyborgs viel eher. Zu wenig Geld. Ja, sowas wie gesagt, einnehmen und verkaufen. Aber das spare ich mir jetzt mal. Bis die von da unten hochgekarrt wurden, ist übermorgen. Und du bist mit dem Bauch auf? Ne, wir müssen alles eliminieren. So, rein sich schön auf. Was rauskommt, wird im Kopf kürzer gemacht. Einheit bereit. Das ist gut. Ja, unten noch brauche ich nur Quatsch. Aber das Geld muss halt irgendwo hin. Und bevor das Tiberium wieder irgendwie... Komm, ihr habt mal ausgedient. Ihr werdet ausrangiert. Okay, der hat so ein Symbol da unten. Ist der jetzt Stufe 2? Stützpunkt zerstört. Ach, das war's. Auftragsziel erfüllt. Hervorragend. Naja, bei uns hat es ein bisschen länger gedauert. Aber es ist ja immer so, ne? Muss ja schön stylisch sein. Eine Granate oder eine Rakete und die ganze Hütte fliegt in die Luft. So gehört sich das. Beobachter meldet sich nördlich von Sektor 2. Kein Zeichen von Vega oder seinen Männern, aber sie haben was gefunden. Ich habe so etwas noch nie gesehen, Sir. Es ist etwa so groß wie einer unserer Träger, aber... Aber was? Das Ding wurde nicht von Menschen gebaut, Sir. Position sichern! Wir kommen rüber zur Absturzstelle. Was sagt die SAT-Aufklärung? Nordtruppen wurden 6 Kilometer westlich des Einsatzgebietes entdeckt. Es könnte sich um ein Aufmarschgebiet für Vegas Truppen handeln. Wenn wir diese Truppen zuerst ausschalten, kommen wir viel leichter zu der Absturzstelle. Eva, welches Ziel schlägst du vor? Ja, sag mal, Eva. Welche Position sichern wir jetzt am besten? Oh Mann. Ja, ist ganz nett. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ach Gottchen. Jetzt könnte ich es eigentlich runterstellen. Einen Moment bitte. So, jetzt muss es schön leise sein. Jetzt schauen wir mal. Eine Zerstörung des Stützpunktes in diesem Sektor wird Nord daran hindern, noch mehr Artefakte aus dem Wrack abzutransportieren. Außerdem können dann keine Verstärkungen mehr von dieser Basis aus zur Absturzstelle geschickt werden. Das klingt doch verlockend. Oder? Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bruderschaft versuchen wird, technische Geräte aus dem Wrack fortzuschaffen und in ihrem Technologiezentrum zu lagern. Finden und sichern Sie die Absturzstelle. Anschließend besetzen Sie das Technologiezentrum. Klingt auch verlockend. Ich würde sagen... Das nächste Mal schaffen wir uns das hier. Verstärkung ist eingetroffen. So, Verstärkung ist eingetroffen. Aber was genau hier passiert? Oh, jetzt muss ich da wieder... Moment, das machen wir auch noch. Steuern wir wieder gegen.
Wir verdoppeln es einfach mal nur. Sieg über den Gegner wird erwartet in T-minus 3, 2, 1. Ja, doch nicht ganz. Beim nächsten Mal geht's hier weiter mit C&C. Dann gucken wir mal an, was wir jetzt zu tun haben. Und ja, jetzt mal schauen, ob das Ganze funktioniert, ob die Aufnahme was geworden ist und so weiter. Und dann geht's nächstes Mal weiter hier bei der dritten Mission von der GDI-Kampagne in C&C 3 oder Tiberian Sun Operation, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen und sage bis dann. Ciao, ciao.